das geistliche Erbe von Benedikt dem 16. oder ich greife ein bisschen weiter, das geistliche Erbe von Josef Ratzinger. Wann haben Sie denn für sich den Josef Ratzinger als einen bedeutenden Theologen, als eine interessante kirchliche Gestalt entdeckt? Ich war 17 Jahre alt. Ich kenne den Autor auch nicht, aber den musst du lesen. Das ist ein Professor. Ich glaube, er heißt Ratzinger. Also ich habe mit 17 entdeckt und dann mit dem ersten Semester dann wieder gelesen und besser verstanden. An dem Tag, an dem er kam, ein sehr heißer Samstagnachmittag, ich schickte einen Zivi runter, um ihn abzuholen von dem kleinen Bähnchen. Und er kam zurück und kam ohne Professor Ratzinger. Die Burg war voll mit 250 Leuten. Einige kennen die Burg, also die Guardini-Burg. Und ich war wirklich verzweifelt, weil es beginnt eine Tagung, der Autor ist nicht da oder der Redner. Ich rief in Regensburg an, war niemand da? Natürlich nicht, ja. Und ich bin so in der Vorburg einfach wirklich, wirklich mit Schweißausbrüchen hin und her und wusste nicht, was ich machen sollte und so. Komm wieder an der Burglinde vorbei, ich erzähle es mal, weil es ist diese ganze romantische Szenerie. Und merke, dass am Burgabhang eine kleine Hainbuchenhecke sich bewegt. Und es schob sich durch die Hainbuchenhecke eine Aktentasche durch. Dann kam ein weißer Kopf, der war damals schon weiß. Und auf die Dauer arbeitete sich der Professor Ratzinger durch die Hainbuchenecke. Und zwar deswegen, weil die Burgtreppe gesperrt war. Also da glaube ich, da drückt er sich derart aus. Er sagt nämlich Ascensio in Montem Sacrum. Ab Maximilian Heim, Ihre Beziehung zu Josef Ratzinger ist eigentlich offensichtlich in der Biografie. Sie haben promoviert über die Ekklesiologie von Josef Ratzinger. Sie sind der erste Träger des Premio Ratzinger. Die Hochschule, deren Großkanzler Sie sind, ist nach Benedikt dem 16. benannt. So viel offensichtlich. Und doch möchte ich fragen, wie ist das? Ist Josef Ratzinger für Sie auch prägend für die Priesterausbildung von morgen? Mit diesem Bischof und Theologen möchte ich näher Kontakt haben. Und so war es dann wirklich so, dass eben die Faszination für Josef Ratzinger mich in meinem eigenen Studium begleitet hat. Aber dass das Lehramt nicht gegen die Forschung der Universität ausgespielt wird, sondern dass hier das päpstliche Lehramt oder überhaupt eben die Lehre der Kirche für uns verbindlich ist. Und da war...